haben nämlich heute Entertainment pur. Wir haben sagenhafte 220 Jahre Schlager, Pop und Entertainment-Geschichte auf der Bühne. Alle drei Künstler. Stehen seit 50 Jahren auf der Bühne, meine Damen und Herren, begrüßen Sie uns herzlich Peggy March, Michael Robb und Graham Bonney. Wir freuen uns. Und es ist, wenn die drei kommen, ist es uns so gegangen, wie es ganz selten ist, da fängt die Show schon hinter der Bühne an. Und wir haben eben, Barbara und ich haben eben hinter der Bühne nur drei Töne angesungen. It's No Business. Like, das ist ja die Hymne, das ist sozusagen die eure, also wenn ihr so eine Zunft seid, ist es die Zunfthymne. There's ja. No business like show business, like no business, I know. Show up. Wunderbar. Und jetzt, es gibt ja, die NDR Talkshow ist bekannt für sein besonders junges Publikum. Wir wollen natürlich euch jetzt mal vorstellen, denen, die vielleicht noch nicht vor 20, 30, 35 50? Jahren, naja, ich wollte es netter machen, 35 Jahre. Peggy, ich bin nicht die Älteste. Nein, das weiß ich. Nein, bin ich nicht. Nein, du weißt, du bist die Tochter aus Michaels erster Ehe. So ist es. Genau, ich sehe es nicht anders. Es war ein Fehltritt. Nein, aber ich meine, was ich auch nicht wusste, in der filigranen Vorbereitung auf das Gespräch, dass du bereits mit 15 Jahren in Amerika einen Erfolg hattest, nämlich I Will Follow Him. Genau, ja. Was hat dich dazu bewogen, mit diesem Start trotzdem nach Deutschland zu kommen? Ich hatte nichts damit zu tun. Bitte. Ich hatte eigentlich das Lied gesungen. Ja. Ich war mit 13 schon auf die RCA. Also ein Mann hat mich dahin gebracht und die haben es mich gleich unterschrieben sozusagen. Ich habe das Glück gehabt, mit 15 ist das der I Will Follow Him ist dann zu Nummer 1 geworden. Ganz kurz und schlicht, ich meine, mehr von der Geschichte gibt schon. Aber immerhin, ich bin immer noch die jüngste weibliche Künstler, Nummer die Nummer 1 hat. Wahnsinn. In Amerika. Ja, Wahnsinn. Ja. Diese Rekord, also wie gesagt, ich habe das Glück habe ich schon, ja. Es ist ja eine Parallele zu Graham, weil Graham hat ja auch mit Supergirl in England einen großen Erfolg gehabt, der dann hier rüber schwappte. Ja. Und dann bist du dem Erfolg hinterher. Also, was hat dich bewogen? Ich meine, ist es ja schön, wir haben davon profitiert. Ihr habt sozusagen den Deutschen damals erklärt, wie Showbusiness geht. Ja, aber es war anders für mich. Michael Eckebusch, der Regisseur von Beat Club in Bremen, Radio Bremen hat Supergirl gehört über die Piratenschiffe in der Nordsee, hat mich nach Deutschland gebracht und ich muss sagen, der Michael Eckebusch war absolut fantastisch. Ja. Aber der war kein Fan von deutscher Schlager. Und was habe ich gemacht? Meine Schallplattenfirma Electrola, die haben mich gefragt, ob ich Bock habe, auf Deutsch zu singen. Und ich habe gesagt, ich probiere es mal. Mike hat gesagt, das kannst du nicht machen. Und das habe ich gemacht. Ich habe Das Girl mit dem Lalala geschrieben. Da sitzt sie schon. Und das war Nummer 1. Und auf einmal war ein deutscher Zug, der abgefahren ist, deutscher Schlagerzug. Und ich bin an Bord geblieben. Und Gott sei Dank, das war die beste Entscheidung meines Lebens. Ja. Hast du? Du warst vor einigen Jahren schon bei uns und du hast dieses Hey, hey immer noch so wahnsinnig drauf von gehabt. Supergirl. Hey, Supergirl! Geht noch. Und dann kommt doch Hey, hey, ne? Hey, hey! Ja, super. Michael, wann hast du, wenn du dich erinnerst, ihr wart sehr herzlich mit, ihr seid gerade auf Tournee, da gehen wir später drauf ein, aber ihr seid wie eine kleine Familie backstage auch. Wann hast du Michael Graham zum ersten Mal erlebt? Da war ich Student in Berlin, das gab noch den Sportpalast und da traten alle möglichen, Bee Gees und unter anderem, das war in den 60er Jahren. Und, 66. Irgendwie. Und er war auch dabei. Danach wurde der Sportpalast eingerissen. Ja, okay. Ja, war nicht mehr so schön. War nicht mehr so schön. Mehr ging nicht. Nee, mehr ging nicht. Schade eigentlich, aber es war ein toller Abend und Graham war großartig. Michael, du bist so charmant, aber Peggy nennt, du hast den Spitznamen bei Peggy der Professor. Liegt es, dass du da eine gewisse Neigung zum
besser dozieren oder besser wissen? Also, so sehe ich mich überhaupt. Ist das so? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Also, nein, ich weiß nicht. Ich weiß was nicht. Was die Peggy da so sich einge... Ich habe sie ja zusammen mit dem Ralf Siegel auch produziert. Ja. Mit einigen Titeln. Und wir haben Titel für sie geschrieben. Und vielleicht deswegen habe ich mal gesagt... Warst du autoritär? Einfach. Vielleicht. Wer hat weiß deine was? Antwort zu allen. Na gut. Ja. Wir wollen das nicht vertiefen. Wir wollen viel mehr mal zurück. Ich würde ihn trotzdem... Okay. Aber wir gucken jetzt mal. Wir haben die Mats mit verdammt viel Vergnügen angeguckt. Wir gucken jetzt mal zurück in eure drei Karrieren, was ihr bisher so geleistet habt. Und es macht Spaß. Okay. Wunderbar. Mit 17 hat man noch Träume. Da wachsen noch alle Bäume in den Himmel der Liebe. Alles geschieht in der Canopy Street. Ja, bei Tag und bei Nacht halten alle den Hits auf der Canopy Street. Let dry, dry, dry out the telephone. Let dry, dry, dry und du hast mich. Barfuß im Regen tanzen wir zu zweien und wir tanzen und tanzen und tanzen. Ein Kuss, ein Hauch von Sonnenschein und wir küssen und küssen und küssen. Leute gehen vorbei, sie drehen sich alle um und wir singen und singen und singen. Anke. Anke Hanak ist ein großer Schlager und deutscher Popfan. So ist es. Hast du Lieblingssongs von den dreien? Die wir gerade gehört haben, natürlich Lucille, ne, muss sein. Muss sein. Und Graham übrigens war bei einer Schlagertour dabei, die war mein erstes Live-Konzerterlebnis. Da war ich, glaube ich, 12. Graham Bonney. Es gibt noch irgendwo ein Papierfoto, ich habe es noch nicht mehr gefunden, leider. Ist es nicht aber toll, dass man dann in der NDR Talkshow ja, trifft man sie dann? Ja, nein, da sind sie alle. Da sind sie alle. Sogar Thomas Hermanns ist ja, hier. Ja, ja. Der war damals auch schon dabei. Ja, nee, aber hast du war... Nein, eben nicht. Der saß ja vom Fernseher und hat, und das ist die Frage, hast du je immer die Hitparade geguckt? Immer, hast du immer, immer Disco geguckt? Was ich habe alles geguckt. Helden? Ich habe Disco geguckt, ich habe Hitparade geguckt, ich habe Musik aus Studio B geguckt. Ich habe Musiklaufen geguckt. Ja. Ich habe Starparade geguckt. Ich habe alles verschlungen von diesen drei Herrschaften. Ja. Und sie waren groovy, das hatten wir auch gerade gemerkt. Ne? Ja. Es groovt. Und es war beat. Modern, wie du da auf dem Boden sitzt, Michael, und dann so diese Guck mal, Kamera. Thomas hat aber eben, Thomas, mach den Tanz nochmal. Es groovt. Genau, es beat. Du hast das drauf. Es macht. Du hast es drauf. Ja. Ich zähl's sofort. Das habe ich vergessen. Aber Thomas, es wird nicht umso mehr, wenn du so abgehst, umso mehr freuen die drei sind wieder auf Tournee. Die Tournee heißt Schlagerlegenden. Wie ist die Stimmung so? Erzähl bombig. Mal. Oh, ihr seid toll. Zum dritten Absolut Mal bombig. Jetzt Erstmal unterwegs. Sind wir alle live. Es ist alles live mit Ben Otti Bauer. Ja. Und wir singen alle, also alles ist live und das ist toll. Und wenn Fehler passieren, passieren auch die Fehler. Es Welche ist schön. Fehler? Max ja, ich meine, regelmäßig. Ja. Ich bin die Einzige, die Fehler macht. Erster Abend kommt sie auf die Bühne. Achso, ist das so? Sie ist textunsicher. Aber gut, wir zeigen aber mal einen kurzen Ausschnitt. Nee, ich bin nicht textunsicher. Was sagst du denn? Ja, aber komm. Nein. Aber Peggy, du kannst jetzt den beiden einfach eindeutig zeigen, wie unglaublich souverän du bist, weil wir haben auch von dieser Tournee einen kleinen Ausschnitt. Oh. Schaut's euch an, dann widerlegst du deine illoyalen Freunde. Okay. Ich habe nichts gesagt. Na, du, Michael war loyal, ja. Bin ja nicht blöd. Und jetzt kommt irgendwann. Und 99,9%. Hier sind wir beide schon im Happy End. Magdalena, wir sind hier ganz allein. Und das ist keine Sünde, im Sommer glücklich zu sein.
Irene auch noch. Ich habe da noch Irene Scheer gesehen gerade. Wer ist noch dabei? Irene Scheer? Lena Valaitis. Ja. Was ist der Unterschied, wenn man heute zusammen auf Tour geht, im Vergleich dazu, wie es vor 30 Jahren war? Wir sind kein älter. Druck. Kein Druck. Aber sonst nichts. Wir haben keinen Druck. Nein. Wir können machen, was wir wollen. Wir haben keine Schauplattenfirma-Tante hinter uns, die sagt, das hast du falsch gemacht. Ja. Das musst du machen, bitte nicht vergessen, du musst die neue Titel machen. Es ist Harmonie pur. Und es macht echt Spaß. Die Bühne, auf die Bühne. Wir sind eine große Familie. Es sind alle Cousine von mir. Das ist doch schön. Und wer kommt zu euch? Wer kommt in eure Konzerte? Sind es Leute, die euch schon lange begleiten? Also ja, kennt man denn auch dann so seine Fans? Also wir haben doch bestimmt Leute, die seit Jahrzehnten euch begleiten. Aber das Schöne ist ja, nach der Show, wenn zum Schluss ist es dann irgendwie Beatle-mäßig die totale Euphorie. Und nach der Show, dann kommen die Leute und sagen, weißt du was? Ich fühle mich 30 Jahre jünger. Meine ganze Jugend kommt zurück. Ich habe eine Energie. Ich möchte am liebsten, dass das Konzert noch 3 Stunden weitergeht. Ja. Nächstes Jahr kommen wir wieder. Und das ist schön. Ja, wirklich. Es ist nicht nur Musik. Es ist Erinnerung. Als du diese Titel in die Charts gesungen hast, habe ich meine Frau kennengelernt. Und das habe ich nicht vergessen. Ja. Solche Dinge. Immer. Ja, es ist toll. Wir haben auch junge Leute, die da kommen. Haben uns wieder vertragen. Ja, solche Sachen. Tolle Geschichten. Jetzt, das ist der Wert der Musik. Wenn wir euch jetzt schon mal hier haben, also dann haben wir natürlich uns auch gedacht, es ist ja noch nicht mal vermessen, euch zu fragen, ob ihr vielleicht ein bisschen was für uns singen wollt. Nein. Oder? Hättet ihr denn was dabei? Kannst du das? Kann ich das? Gibt's eine Gitarre? Ja, ist da. Ach, da steht ja eine Gitarre. Ich werde mal. Ich bin ganz am Platz. Ich fange sonst auch auf. So, okay, ja. So, wir werden sehen, ob das Ding bestimmt ist. Also ich habe es gekauft vor 5 Jahren, das war in Ordnung. Es ist ein bisschen verstimmt. Weiß auch nicht, was passiert ist in der Zeit. Perfekt, okay. Die Dame, Ladies first. Okay. 1, 2, 3, 4. I love him, I love him, I love him. And where he goes, I'll follow. Yeah. He'll always be my true love, my true love, my true love. From now until forever, forever, forever. Because I will follow him. Dieser Song kennen wir bestimmt. Ich habe es 2 Millionen Mal gesungen. Will it try, try, try auf den Telefon? Will it try, try, try und du hast mich schon? Will it try, try, try und dann glaube mir, bin 1, 2, 3 schon bei dir. Ba-da-da-da. Will it try, try, try auf dem Telefon? Will it try, try, try und du heißt mich schon? Will it try, try, try und dann glaube mir? Ich habe diesen Song gesungen in die absolut allererste ZDF-Parade in 1969 Januar. Hat jemand mir damals erzählt, ich will es mit euch singen im Juli 2018, da würde ich sagen, du hast einen kleinen Mann im Ohr. Aber wir sind alle noch da, oder? Hey. Ja. Ich bin 1, 2, 3 schon bei dir. Wir treffen uns wieder in 50 Jahren. Gustav. Barfuß im Regen tanzen wir zu zweit, weil wir tanzen, tanzen und tanzen. Sinnes ist ein Riss, ein Haufen Sonnenschein und wir küssen und küssen und küssen. Wir vergessen die Welt, oh liebe Mann, du Schein und Regen. Heiß, die Herzen so heiß, oh Liebe, die wir uns heute geben. Wie sieht's aus mit ein bisschen Rock'n'Roll? Seid ihr eingeschlafen?
down in Louisiana, close to New Orleans. Way back up in the woods amongst the evergreens, stood a log cabin made of earth and wood. There lived a country boy named Johnny B. Good. He never, ever, ever learned to ride so well, but he could play the guitar like a ringing a bell. Go, go! Go, Johnny, go, 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 go, go! Johnny, be good. Da-d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 a